So, herzlich willkommen beim sechsten Fall von Mystery Case Files Hans Will. Ja, in diesem Fall geht es um einen Kunstfälscher. Wie in dem vorigen Fall auch. Ja, haben wir 17 Minuten Zeit. Ich denke, es wird auch wieder ganz gut passen, wenn es jetzt nicht allzu unbequeme Tatorte gibt, dass wir das auch unter 15 Minuten schaffen. Deswegen würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Ja, starte ich einfach mal mit dem Bücherladen, den hatten wir ja schon. Und leg dann mal auch direkt los. Kneifzange, der Apfel, der Löffel, Tausendfüßler, die Axt, eine Lupe. Zwei Lupen. Und was brauche ich noch? Die Pfeifen. Eine Pfeife. Zwei Pfeifen. Oh, und jetzt ein Gummihandschuh. Wo ist der Gummihandschuh? Da. Ja, das war doch mal relativ zügig. Unter einer Minute abgeschlossen. Das nenne ich sehr gut. Haben wir genügend Zeit noch für andere Standorte. Die Feuerwehr. Die hatten wir ja auch schon mal. Mal gucken, was wir diesmal alles brauchen. Gut, eine Wasserware. Da oben. Eine Wärmflasche, drei Äxte, drei Haken. Habe ich die Wärmflasche eigentlich schon mal gesehen? Ja. Äxte, 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 noch mehr Äxte, so. Haken, Hufeisen, Herzen. So, das sind die Haken. Okay. Das ist noch eine Axt. Gut. Ein Haken dann noch, wenn er mir über den Weg läuft. Eine Bratpfanne, das brennende Gebäude hatte ich schon mal. So, jetzt eine Bratpfanne. Müssen genauer gucken. Die hängt da. Jetzt muss ich irgendwelche Herzen hier zusammensuchen. Feuer. Thermoskanne, Schraubenschlüssel, Drache. Die hatte ich schon, die hatte ich schon. Clown. Wasserpistole. Oh, ein Herz gefunden. Hier ist der Haken. Hier ist ein Frosch. Oh, was ist das? Ach, ein Herz war das. Okay. Gott. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, dass hier so ein Eingeweide da hinlegen. Naja. Wie es dem auch sei, ich werde mal wieder den Schauplatz wechseln. So, und ein neuer Schauplatz, das Kunstmuseum. Okay. Vier Muscheln, ein Auktionshammer. Schon mal ein bisschen rumgucken. Eine Muschel. Zwei Muscheln. Drei Muscheln. Keine Muschel. Das sind Glückskekse. Okay. Gut. Dann weiter geht's. Ein Auktionshammer, zwei Schädel, ein Schmetterling. Schädel und Schmetterlinge. Und hier ist noch ein Schädel. Schmetterling ist hier. So, was brauche ich noch? Büroklammer, eine Klarinette. Dann nehmen wir doch mal die hier. Eine Eisenkette und ein Regenbogen. Eine Büroklammer, eine Eisenkette. Und ein Regenbogen. Ach, okay. Da ist ein Regenbogen. Büroklammer habe ich hier. Ja gut, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Oh, hier ist die Kette. Nee, ist nicht die Kette. Gut. Keine Kette. Dann lasse ich das erstmal wieder. Weiß echt gerade.
bisschen schwierig, dieser Standort hier. Gehe ich nochmal in den Imbiss. So. Hier ist ein Hammer, okay. Ein Nussknacker, eine Zeichenschiene. Oh, was es alles gibt hier. Okay, das hatte ich jetzt nicht gedacht, aber irgendwie war das gerade eine Hacke oder so. Oder war das gerade die Zeichenschiene? Oh, das war die Zeichenschiene. Na super. Eine geschlossene Schere, ein Golfball. Ein Golfball. Ein Pizzaschneider. Das ist der. Eine Zuckerstange. Puh. Manchmal sehe ich echt nichts. Ach, hier ist der Nussknacker. Sehr gut. Ein Kartoffelstampfer, den hatte ich doch schon mal bei dem letzten Fall gesehen. Wo hing er? Da. Okay. Eine geschlossene Schere. Zwei Bündel Trauben. Trauben. Weintrauben. Wo sind die Weintrauben? Oh, nichts zu sehen. Hier oben ist eins. Eine Zuckerstange und eine Schere. Hier ist noch eins. Hier ist eine Muschel. Da ist sie. Ah, hier ist sie. Tja, da mal wieder ein Wechsel. Und zwar geht's jetzt in den Spielzeugladen. Ui, den hatte ich noch gar nicht. Was brauchen wir denn? Du Schande, 4 Buchstabenblöcke. Ein Kamm, 2 Federn. Federkamm. Wochenendhäuschen? Könnte das hier sein? Nein. Auf alle Fälle ist hier ein Buchstabenblock. Und noch ein Buchstabenblock. Und noch ein Buchstabenblock. Und der vierte. Lässt sich nicht finden. Das Wochenendhäuschen. So, was brauche ich jetzt? Eine Bingo-Karte. Hier ist eine Bingo-Karte. Gut. Buchstabenblock sehe ich noch nicht. Eine Birne, ein Radio und Motorräder. Birne, Radio, Motorrad. Birne, Radio, Motorrad. Oh. Ja, manchmal, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen vor mich hinrede. Aber ich muss mir die Begriffe manchmal ein bisschen wiederholen immer, damit sie... Ja, damit man die besser sich merken kann. Da muss ich nicht immer hier rechts hingucken. So, was brauche ich jetzt? Ein Kamm ist da. So, 2 Federn. Ein Buchstabenblock, ein Radio. Aber wieso sehe ich jetzt keinen Buchstabenblock mehr, der so aussieht wie die anderen? Das ist natürlich auch wieder ärgerlich hier. Radio. Ah, hier ist ein Radio. Das ist das. So, 2 Motorräder. Und 2 Federn. Und den Buchstabenblock. Hier ist ein Motorrad mit einem Mann drauf. Na gut. Ah, hier ist noch ein Motorrad. Sehr gut. So, jetzt brauche ich immer noch einen Buchstabenblock. Wo auch immer der ist. Hier liegt eine Feder. Okay, da ist noch eine Feder.
So, jetzt brauche ich noch 7 Gegenstände. Eieiei, Herr im Himmel. Guck, kurz mal gucken. Im Buchstabenblock sehe ich hier noch irgendwo einen Buchstaben. Damit wir hier vielleicht fertig werden. Buchstaben. Immer der Maus nach. Roboter. Frau. Mixer. Trompete. Auto. Männchen. Waage. Auto. Banane. Kopf. Dahinter ist der Buchstabenblock. Ha. So. Und weiter geht's. Wir brauchen noch 6 Gegenstände. Und haben noch 7 zur Verfügung. Oh, wie übel. Na komm. Also, noch einmal gucken. Eine Eisenkette, ein Auktionshammer. Jetzt wird's richtig hart. Hier ist der Auktionshammer. Eisenkette und eine Muschel. Okay. Da ist die Kette gefunden. So, wir brauchen noch 4 Gegenstände und haben noch 3 Tipps. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach mal einen benutzen. Dahinter, ich dachte, das wäre ein Fächer gewesen. Okay. So. Dann die Feuerwehr. Ein Hufeisen und ein Herz. Ja, die Spielkarte. Ach ja, ich bin so doof. Die habe ich vorhin da auch schon gesehen. So, Tipp. Wo ist das Hufeisen? Ach, das ist... Ach, Mann. Das ist nur die Hälfte vom Hufeisen. Oh, das ist manchmal auch richtig gemein. So, den letzten Tipp benutze ich jetzt einfach. Da hinten ist die Schere. Boah, jetzt haben wir nur noch knapp 1,50, um dieses Puzzle zu lösen. Na super. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das hier schnell zusammengebastelt kriegen. Und hier klaut irgendjemand das Bild. Oh, dann kommt das dahin und das dahin. So, da versucht jetzt also jemand das Bild zu klauen. Na super. Alles klar. So, das heißt, wenn der jetzt hier steht, muss ja hier irgendwo der Kopf sein, genau. So, Fahrrad, die Hula-Tänzerin. Okay, Typ hier. So, der Typ mit der Banane, war der? Da oben. Das Bild... Oh nein! Och man, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Na gut, aber ihr seht, ja, das nützt jetzt nichts. Ich halte die Zeit jetzt, ich mache das jetzt einfach Stopp. Ja, werde diesen Fall ja einfach mal so fertig machen. Aber ihr habt gesehen, ja, dann ist man 17 Minuten am Arbeiten und am Suchen und, ja, nicht geschafft. Und dann darf man den ganz normal machen. So, das heißt, ich werde ihn jetzt einfach fertig machen, den Fall. Und dann geht's in der nächsten Folge mit dem 7. Fall weiter. Ja, letztendlich passiert ja auch nichts, wenn man es nicht schafft. Außer, dass man halt den Fall dann nochmal machen muss, neue Gegenstände gibt. Ja, das war's eigentlich. Also ist halt nicht so sonderlich kompliziert. Ist halt nur ärgerlich. Ja, wegen der verlorenen Zeit, die man dann halt umsonst gespielt hat. Nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt hier verabschieden mit dem 6. Fall. Und würde sagen, es geht dann weiter in der nächsten Folge mit dem 7. Fall. Wo ich jetzt nicht weiß, wie der heißt. Aber bis dahin, macht's gut.